Weg mit. Hör auf! Scheiße, 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 scheiße! Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play GTA Online. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe gerade gelesen, links oben, wir müssen mal Geld überweisen, das mache ich mal noch ganz schnell. Und dann gucken wir einfach mal, was wir so als nächstes machen. Irgendwas wird uns schon einfallen. Es hatten jetzt auch viele geschrieben, ich sollte mal bitte ein Deathmatch machen. Ich glaube, das werde ich wirklich in den nächsten Folgen da mal wirklich umsetzen. Also jetzt noch nicht, aber dann vielleicht in die nächste Session oder so werde ich mir das mal angucken mit dem Deathmatch. Und mal schauen, wie das so ist. So, jetzt muss man erstmal das Geld noch überweisen, schnell. Dum, 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 dum. Und dann haben wir ja sogar fast wieder 100.000 Dollar. Weil ich so gerade ein bisschen sparsam bin. Ja, fast 100.000, 98.000, hier wäre ich so schlecht aus. Nice. Gut Leute, gehen wir erstmal in die Garage. Bam. Und dann hoffe ich natürlich, dass jetzt wieder ein paar Leute auch online kommen. Das letzte Mal, das war wirklich noch ein bisschen früh gewesen. Und so, diesmal ist es ein bisschen später. Es ist jetzt 13 Uhr diesmal. Und da hoffe ich, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr werden. Aber der David ist schon da. Der David ist schon da. Ich muss mir echt mal mein Motorrad abholen. Ich glaube, das werde ich mal ganz schnell machen. Dass ich mein Motorrad wieder bekomme. Da habe ich irgendwie Bock drauf, da mal wieder ein bisschen rumzucruisen. MMI, we expect the unexpected. Gut. So Leute, dann holen wir uns mal unsere Buddy. Oh, mit dem Ding würde ich auch gerne fahren. So, und dein Ersatzfahrzeug befindet sich in deiner Garage. Na, da machen wir ganz schnell Garage jetzt hier rein, holen uns das Ding mal eben noch ab hier. Wie viel sind wir? Yay, sind schon drei Shizu-Talks. Das ist doch Bonnie, ne? Hatte ich ja letztens ein bisschen verpeilt gehabt, ich glaube, das war vor 4 Folgen, 5 Folgen gewesen, da war ja Bonnie am Start und ich habe das total verplant, dass es Bonnie ist, weil ich jetzt so oft immer Bonnie gesagt habe, dass ich davon ausgegangen bin, dass da auch Bonnie als Name dastehen muss und das ist ja gar nicht der Fall. Dann habe ich da ein bisschen verpeilt irgendwie. Aber cool, da sind ja ein paar bekannte Gesichter, sind ja schon am Start hier, das freut mich auf jeden Fall. So, und ich habe meinen Bug auch wieder. Wunderbar, Leute, na dann, gucken wir jetzt mal Karte und schauen mal, was wir jetzt als nächstes machen können hier. Wo ist ein Top Fun 3? Hier ist Top Fun 3. Na gut, Leute, machen wir Top Fun 3. Hat 82%. Haben auch so ein bisschen eine Strecke mit Bonnie, die wir jetzt hier zurücklegen können. Habe ich aber absolut kein Problem damit. Ich fahre ja gerne mit dem Motorrad rum. So, hier lang. Und mit dem Bike wird es jetzt auch nicht so lange dauern. Ich bin ja wirklich lange nicht mehr mit dem Bike rumgedüst und habe ich da auch gerade mal wieder ein bisschen Lust drauf. So. Schön, dass Bonnie mal wieder da ist. Den der ein oder andere Zuschauer freut sich bestimmt auch, weil die haben ja wirklich trotzdem länger nicht mehr gesehen. Und mal sehen, wie viel. Oh, es sind schon 4 Leute. Ja, das wird noch, das wird noch. Also ich bin ja guter Dinge, dass wir da jetzt, wenn ich dann noch die Mission starte und dann noch ein paar Leute einlade, dass wir dann mindestens 8 Leute sind, dann müsste das eigentlich passen. Ich glaube, bei Top Fun können sowieso eine 8 mitmachen, bei Top Fun 3. Dürfen sowieso nicht so viel mitmachen können. So, hier nach rechts. Aufpassen. Bin ja dann doch immer ein bisschen vorsichtiger, wenn ich da noch ein Mädel bei mir auf dem Bike hab. Alter. So, hier. Aber ich meine, so ein Kläranlagenausflug oder so ins Wasser war ja auch nicht verkehrt gewesen. Hat ja Spaß gemacht. Immer da baden waren. Das ist halt meine Art, so bin ich halt. Immer so ein bisschen der romantische Typ. Aber so richtig Gas gibt das Bike nicht, oder? Ich finde das irgendwie gerade ziemlich langsam, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob das irgendwie gedrosselt wurde oder so. Ich hatte ja auch immer in die Kommentare geschrieben, wo ich letzte Folge da das Rennen gefahren bin, auf meiner Strecke, dass die Akuma allgemein sowieso das beste Bike ist. Also ich werde mir irgendwann die Akuma wirklich mal kaufen und die auch wirklich ordentlich tunen. Und ich glaube auch, gerade was Beschleunigung angeht und so, jetzt gerade in so einer Strecke hier würde die viel mehr abgehen. Weil man ja auch wirklich viel Querfeld einfährt und viel bergauf und so. Da ist ja Kuma, glaube ich, wirklich besser. Aber das ist ganz schön langsam, das Bike gerade. Kommt mir wirklich ganz schön langsam gerade vor. Oder die Bonnie hat ein bisschen zugenommen. Das kann auch sein, dass wir deswegen jetzt nicht mehr ganz so schnell sind. So, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Die Fahrt hat jetzt doch länger gedauert als erwartet, weswegen ich da jetzt mal einen Cut gesetzt habe. Und mir ist aufgefallen, Bonnie hat sich die Haare gefärbt. Guck mal, die ist jetzt brünett. Was ist denn da los? Nee, ist ja auch okay. Mal ein bisschen das Äußerliche verändern.
Und so, um sich anders zu fühlen, ich weiß es ja nicht. So gut, Top 3, wir sind endlich angekommen. 2 bis 8 Spieler, wir sind momentan 5 Leute und dann werde ich noch ein paar einladen. Lennart und Wallach sind jetzt auch noch am Start. Also wirklich alles Leute, mit denen wir schon öfter zusammengespielt haben. Freut mich auf jeden Fall. Und ich denke, so 2, 3 werden wir noch einbekommen auf jeden Fall. Das dürfte nicht so das Problem sein. Gut, ich setze mal wieder einen Cut und wir sehen uns, sobald es losgeht. Also, bis gleich. So Leute, los geht's an dieser Stelle. Erstmal wieder hier am Flugzeug schnappen. Mal sehen, ob ich hier noch klarkomme. Erledige die gegnerischen Spieler. Ja gut, das konnte ich mir schon fast denken. So, rein mit dir. Ich muss den irgendwann aber auch mal wieder umziehen, den Typen. Jetzt sind immer noch diese Klamotten, die ich ja mal spontan rausgesucht hatte. Im Tempo einer Minute. So, los geht's. Und die sind hier rechts irgendwo, ist ein roter Punkt. Ein bisschen nach links wieder. So. Dann gucken wir mal. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Okay, wir sind zu dritt und im anderen Team sind 4 Leute. Alles klar, finde ich gar nicht so schlecht, weil da haben wir ein bisschen mehr Ziele, die wir da attackieren können. So, ich wechsle schon mal auf Raketen. Habe ich. Hiermit konnte ich schießen, alles klar. Dann sollte man ja eigentlich bald schon in der Nähe sein. Ich versuche mal wieder immer mal ein bisschen vom Gas zu gehen, dass ich das Flugzeug nicht schnell aufbrauche, weil sonst wird das halt irgendwann wieder zu heiß. So, da sind sie. Ich glaube, ich habe dann wirklich Bock danach wieder ein bisschen auf Capture-Modus. Ich finde den immer ganz lustig und außerdem sind da wirklich noch ein paar neue Sachen dabei, die wir noch gar nicht kennen. Ich glaube, danach werde ich gucken, wenn da was zur Auswahl steht, dass wir dann Capture machen oder so. Muss mal gucken. Irgendwas werden wir schon finden. Sag mal, wieso sind die denn so schnell? Haben die auch Flugzeug? Ach! Die sind auch mit dem Flugzeug unterwegs, oder was? Alter, das gibt's ja gar nicht. Die sind auch mit dem Flugzeug unterwegs. Da vorne sind sie, guck mal. Mal sehen, ob die treffen. Das ist ja nice. Dass die Gejagten auch ein Flugzeug haben. Das gefällt mir ja richtig gut. Komm, aber David ist natürlich jetzt nicht so leicht zu treffen, weil David hat es natürlich immer raus, ist ja auch der beim Autorennen und so immer gut abgeht auf jeden Fall. So, jetzt hier, komm, den kriegt man aber trotzdem. Ich muss versuchen, trotzdem hinter ihm zu bleiben. Aber er ist halt super wendig mit dem Flugzeug, ne, das merkt man. Aber mit der Kanone brauche ich das gar nicht probieren, glaube ich. Ah, dammit, ich lasse ihn erstmal vorbei. Okay, er ist down. Der Eismann-Killer hat den David weggehauen. Alles klar. Naja, aber ich meine, ich habe ein bisschen beschäftigt und so. So, das ist der Nächste. Alter, das fetzt mir aber, muss ich sagen, dass die jetzt die Gejagten auch Flugzeuge haben. Da will ich dann auf jeden Fall dann nochmal das andere Team spielen. Dass ich auch Gejagter bin. Komm. Den erwischen wir jetzt irgendwie. Wallach. Okay, Schizotox hat Wallach erledigt. Okay, wunderbar. So, da vorne ist noch einer. Und Wallach ist auch gestorben. Wallach war da nicht bei uns im Team gewesen? Nee. Ach nee, war er nicht. Okay, alles klar. So, davon ist noch einer, aber das ist natürlich jetzt gar nicht so leicht hinterherzukommen, weil die mit dem Flugzeug natürlich auch nicht so langsam unterwegs sind, aber wir sind natürlich schneller. Aber die sind wendiger, also die sind bestimmt wendiger mit den Teilen. Könnte ich mir vorstellen. Zum Doppeldecker? Ja, wobei, ich weiß nicht, so ein Düsenjet hier sind wir eigentlich auch mal ganz schön wendig. Hier muss jetzt irgendwo sein. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Okay, müsste jetzt eigentlich auch down sein. Oder? Ja, ist down. Okay, cool, haben gewonnen. Ja, war jetzt natürlich, ich habe keinen erwischt leider, aber ich habe wenigstens dafür gesorgt, dass sich die Gejagten kurzzeitig ein bisschen unwohl gefühlt haben oder so. Und $500 finde ich jetzt trotzdem ein bisschen wenig. Aber yeah, gewonnen. So, da würde ich aber sehr gerne das nochmal wiederholen und selber Gejagter sein. Und im Anschluss machen wir dann was anderes auf jeden Fall. Also ich setze mal einen kleinen Cut und wir sehen uns, sobald es weitergeht. Bis gleich. So Leute, weiter geht's mit, welche Überraschung, Top Fun 3. diesmal sind wir die Gejagten, hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das sehr gerne nochmal ausprobieren würde. So, ich schnappe mir jetzt einfach mal ganz schnell das vorne, das Ding hier, das Himmelblaue. Vielleicht seht ihr uns ja da nicht so gut, wenn hier ist ja schönes Wetter und so, vielleicht gehen wir ja da ein bisschen unter, camouflagemäßig. So, und wir müssen da hin. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann, go. Ich habe jetzt schon ein bisschen Bammel. Muss natürlich dann versuchen, sehr trickreich zu fliegen.
damit die uns dann nicht gleich treffen. Erstmal haben wir noch ein bisschen Zeit. Erstmal haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die ersten kommen. Aber mal gucken hier. Die Frage ist, sollte ich weit hochfliegen oder weit runter? Ich weiß es gerade nicht, was hier so schlauste ist. Ich bleibe erstmal schön weit unten am besten. So, es ist halt eine ganz schöne Strecke. Wir müssen ja zurück nach Los Santos erstmal. Weil vorhin waren wir auch über Los Santos gewesen. Und dann geht es ja sogar nochmal weiter. Also, ich mache mal die Karte ganz kurz ein bisschen größer. Also bislang ist noch nichts zu sehen. Ich muss auch noch ein bisschen nach rechts. So hier ungefähr. Das passt. Aber ich bin ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Kommen hier schon welche? Da kommen schon welche, oder? Ich glaube, da kommen schon welche. Scheiße. Schön ausweichen, schön ausweichen, schön ausweichen. Fuck, Alter, ist das übel. Und die gehen bestimmt alle auf mich wieder. Okay, so. Weiter geht's, Leute. Momentan piept's ja nicht. Wenn es nicht piept, kann ich eigentlich ganz normal fliegen. Aber ich soll trotzdem versuchen, wahrscheinlich ein bisschen... Alter, der Lennart. Weg mit dir. Ich kann ja nicht schießen, ne? Nee, auch schießen können. Aber wenn ich wenigstens eine Flak oder so hier drauf hätte. Flak sage ich schon, ein MG oder so. Ah, schnell, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Oh, oh, aber okay, wir sind noch nicht down, wir sind noch nicht down, wir sind noch nicht down. Meine Richtung ist auch scheiße. So, hier sind Häuser, das ist vielleicht ein Vorteil für uns, wenn nicht, ich muss jetzt mehr ganz nach unten fliegen. Ich versuche das einfach mal. Ja, hier dürften die Raketen auch mal abprallen an den Häusern, schätze ich mal. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee. Komm, 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 immer schön die Kurven fliegen. Alter, ist das übel. Weg mit... Hör auf! Scheiße, 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 scheiße. Oh, das war knapp gewesen. So, jetzt hier nach rechts, weiter. Wir müssen die Häuser nutzen, Leute. Wir müssen die Häuser nutzen. Also noch lebe ich ja, noch lebe ich ja. Mich ärgert es ja, dass ich überhaupt schon einmal getroffen wurde. Hätte ich vielleicht auch irgendwie ausweichen können. Ich versuche einfach die Häuser hier zu nutzen, Leute. So. Wozu habe ich denn die Flugschule gemacht im Offline-Modus, Leute? Wozu habe ich denn die Flugschule gemacht? Fliege jetzt einfach nur die Brücke durch. Oh nein! Scheiße! Oh, was für eine scheiß dumme Idee war das denn gewesen? Da! Der MC Runner, der hat es gar nicht mehr so weit. Oh, jetzt wurde er auch abgeschossen. Mal sehen, der Lennart lebt, glaube ich, noch, oder? Lebt der Lennart noch? Oh ne, das war's jetzt schon. Das war's jetzt schon, hä? Ne, der Schizotox ist noch am Leben. Ist der Bot aber auch schon einmal getroffen. Ja, so ein Looping bringt da nicht viel oder so eine Rolle. Man muss halt wirklich gucken, dass man die Kurven einfach scharf fliegt. Vorhin hat das ganz gut geklappt. Ich meine, die haben irgendwie 4 bis 5 Raketen auf mich geschossen und wurde nicht getroffen. Und ja... Boah, da hätte ich ja Bock, das irgendwie nochmal zu machen. Ich finde es aber lustiger, fast gejagter zu sein irgendwie. Finde ich irgendwie cooler. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, das irgendwann nochmal zu sehen oder so. Ich hätte Lust, die Mission irgendwann nochmal zu machen auf jeden Fall. Die hebe ich mir mal auf. Also, was heißt hebe ich auf? In meinem Kopf hebe ich mir die auf. Ich behalte die im Hinterkopf, dass wir die irgendwann nochmal machen, weil ich fand das ziemlich lustig. Jetzt aber machen wir erstmal was anderes. Was haben wir denn hier? Rennen über den Hügel. Das klingt interessant, Leute. Was haben wir hier? Tödliches Tempo. Ne, Fallschirmsprung habe ich keinen Bock. Was haben wir hier? 87% Hubschrauber-Cruise. Nee, nicht schon wieder Hubschrauber. Hubschrauber, da kommt man irgendwie nicht voran, weil man sich mal gegenseitig abschießt und so. Wir machen mal über den Hügel 2. Das kenne ich noch nicht. Und ist auch ganz gut bewertet. Und ich denke ja, dass wir da über einen Hügel fahren werden. So, Leute. Da sind wir und wir suchen uns erstmal noch ein Bike raus. Ich werde aber die Akuma nehmen. Allein für Rennen und so wäre das schon sinnvoll, wenn ich... Ich kann keine Akuma nehmen. Welche nehme ich mal von dem? Ich nehme jetzt die Sanchez einfach. Ich meine, über den Hügel, das klingt irgendwie so, wie gesagt, dass man viel bergauf fährt. Da ist wahrscheinlich die Sanchez ein bisschen besser. Ich muss mir aber unbedingt mal eine Akuma besorgen und die tunen, weil wir wirklich schon viele Motorradrennen machen. Und ich denke, da wäre das wirklich die beste Idee dafür. Ja, guck mal, die haben auch alle die Sanchez. Also... Die meisten zumindest. So, 2, 1. Los geht's, Leute.
So, über den Hügel. Das erste Mal, dass ich das Ding hier fahre. Ich versuche mal gleich keinen Unfall zu bauen. Alter, Alter, Alter. Hier lang. Oh, das ist ja gemein. Ich habe den Punkt doch gar nicht erwischt hier. Wir sind übrigens jetzt, keine Ahnung wie viele, 12 Leute. Doch, rechts unten steht es ja. 12 Leute sind wir. Also wir werden langsam mehr. Und das sind wirklich nur Leute aus unserer Crew, ja. Und kein anderer. Alter. So. Ja, wir sind 6er. Es ist okay, ich muss ja die Strecke jetzt auch erstmal kennenlernen. Ah, also ich bin hier. Guck mal, hier ist eine Schanze. Ist das von dem Zuschauer? Also nicht von dem Zuschauer, aber von dem GTA-Spieler? Die irgendwie dann zertifiziert wurde oder so. Da muss ich sowieso mal nachgucken, ob mittlerweile auch ein paar selbst erstellte Strecken von anderen Leuten zertifiziert wurden, weil die würden mich mal interessieren, was andere Leute so erstellt haben. Also Strecken, die nicht von Rockstar Games sind sozusagen. Alter, die ist ja cool, die Strecke. Die könnte ja glatt von mir, kann man nicht sagen. Nee, aber die Idee finde ich nice, das wirklich hier in so einen Berg hochzuziehen. Das müsste hier der Pfad... Alter, sind wir hier langsam. Ich kann nicht schneller. Das müsste hier der Pfad sein, wo wir mal mit dem Trevor, mit dem Fahrrad das Rennen hatten, gegen diesen Adrenalin-Changi. Kommt mir zumindest gerade so vor hier. Ey, das ist lustig. Wir sind Zweiter, das ist okay. So, ich fahre hier mal Abkürzung, eiskalt. Oh Gott sei Dank habe ich die Sanchez genommen, weil ich glaube, mit der Barty da wäre das jetzt ziemlich assi gewesen. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, die Akuma wäre hier wahrscheinlich trotzdem noch geiler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie werden da rechts jetzt scharf. Man kann hier an sich erstmal nicht viel falsch machen. Muss jetzt hier nur aufpassen, wenn man ein bisschen schneller wird. Muss man jetzt. Oh nö, oder? Okay, wir hätten hier rechts lang gemusst. Das wäre besser gewesen. Hier lang ist besser. Alter, die Strecke, die hat es wirklich in sich. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie von dem GTA-Spieler ist. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Und ich finde die aber geil. Und deswegen... Alter. Was? Wieso das denn? Das war doch voll cool, der Move. Wieso sterbe ich denn da? Oh, das ist ja ärgerlich. Naja, wahrscheinlich wird das Ziel der Mount Chiliad sein. Die Spitze könnte ich mir vorstellen. So, jetzt hier links. Rechts. Alter, das ist ja auch gemein hier. Mal ein bisschen schneller jetzt. Ja. Ja. Und deswegen finde ich das halt cool, dass sie das eingebaut haben mit dem Editor. Muss ich ganz wirklich sagen. Ganz wirklich. Weil so wirklich auch mal wirklich ein paar abgefahrene Strecken kommen. Und die, die dann zertifiziert werden von Rockstar Games, kann man ja davon ausgehen, dass sie auch halbwegs fair sind. Also ich glaube, meine Strecke auf Doom, die wird nie zertifiziert. Aber zum Beispiel meine allererste, die ich da erstellt habe. Das, also so vom Fairnessgrad her. Jetzt nicht von... Oh, aufpassen. Na komm. Ach Gott, Alter. Aber zumindest vom Fairnessgrad her und vom Schwierigkeitsgrad her und so wäre das eine Möglichkeit und eine mögliche Strecke halt für sowas. So richtige Assi-Strecken werden die wahrscheinlich da nicht reinnehmen. Alter! Okay. Das ist jetzt wirklich in sich. Aber wir sind immer noch 6er. Ich versuche mich jetzt hier mal wirklich ein bisschen zu konzentrieren, würde ich gerade sagen. Respawn bitte. Ja genau, jetzt passiert nichts, ne? Ich tue übelst an den Hügel oder an dem Hang lang sliden und sterbe instant, was voll dumm ist. Und da passiert gar nichts. Okay, ich muss ja wirklich langsamer machen. Man sieht ja hier links, die alle rumfliegen. Sind schon wieder 7 da. So, hier geht's weiter. Also, Mount Chilian Spitze ist doch nicht das Ziel. So, hier. Hier können wir vielleicht die Sprungschanze nehmen. Sehr nice, jetzt hier nach links. Alter, das wird jetzt schwierig. Aber es kriegt man noch. Ich gebe die ganze Zeit kein Gas, Leute. Jetzt gehe ich nicht mal wieder ein bisschen Gas geben. Wir sind auch schon wieder 5 da, also da ist noch ein bisschen was drinne hier. So. Fiese Stelle. Geht aber weiter. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen bremsen, weil sonst falle ich ja gleich wieder runter. So, weiter geht's. Da kommt eine richtig geile Sprungschanze hier. Wer muss sie denn erwischen? So. Jetzt hier ein bisschen nach rechts noch. Alter, der hat hier auch einige Monster-Stunts eingebaut. Hier nach links. So. Das ist, wird zu weit gewesen sein. Ich bremse die ganze Zeit und ja, der hält nicht an. Respawn bitte. Ich sag mal so, wenn wir den 5. hier halten können, dann bin ich damit absolut zufrieden, weil, 6er, scheiße. Wenn ich den 6. halten kann, bin ich immer noch absolut zufrieden. Komm nach links, links. Ach komm schon, das ist aber auch wirklich gemein. Das ist wirklich gemein. Also man muss die Strecke mindestens einmal gefahren sein. Ändert aber nichts daran, dass ich die Strecke sehr, sehr cool finde. Guck mal, die fahren da auch alle vorbei. So, und bestimmt nach links weiter. Jetzt müssen wir es aber eigentlich bekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, weiter geht's. Sind ja schon wieder 6. So. 5. sind wir. Jetzt können wir hier ein bisschen Gas geben.
Also wer auch immer die Strecke erstellt hat. Nice. Ah! Die habe ich noch bekommen. So, jetzt aber links. Komm, die kriegen wir auch noch irgendwie. So, und jetzt sind wir auf der Straße. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Und dann müssen wir jetzt eigentlich ziemlich safe Sechser sein. Alles klar, Leute. Cooles Ding gewesen. Hat Spaß gemacht. Würde ich irgendwann auch gerne mal wieder fahren. Siebener. Ich glaube, die Akuma ist ja auch nicht so gut für geeignet. Man muss wirklich schon diese Anschlüsse nehmen. Ansonsten hat man ja ziemlich Arsch gerade. 2.140 Dollar. Besser ist nix. Und so viel fehlt gar nicht mehr für Stufe 30. Cool.